Hier im Garten auf der Liege. Nein. Ich heiße Jan Eimal und bin Winzer in der Pfalz. Ich habe das große Glück, hier in Ungstein zu Hause zu sein, einem der interessantesten Weinorte der Pfalz. Tiefgründige Kalkböden und Terra Rossa machen unsere Besonderheit aus. Ich stamme aus einer Winzerfamilie mit langer Tradition und natürlich wird man als kleines Kind schon groß in den Reben. Allerdings spürt man auch schon den Druck der Eltern, dass man die Nachfolge übernehmen soll. Ein ganz großes Vorbild beruflich für mich war immer mein Großvater, den ich gerne noch als Visionär in Erinnerung behalte, der mich ganz stark geprägt hat. Das ist also eine alte Ausgrabung aus der Römerzeit. Also man hat es versucht, hier auch mediterran zu halten im Ambiente, wie es damals eigentlich auch bei den Römern war. Ein sehr schöner Platz, mein absoluter Lieblingsplatz hier in der Gegend. Die größte Herausforderung in meinem Beruf ist sicherlich das Wetter. Wir haben in den letzten Jahren ja schon die Ansätze des Klimawandels zu spüren bekommen. Lassen wir uns überraschen, was die Zukunft noch bringt, ein Stück weit. Meine Weine sollen fruchtbetont sein. Tolles Aroma, viel Exotik. Mineralisch sollen die Leute abholen, authentisch sein, sie berühren ein Stück weit und auch im hohen Alter ihnen ganz viel Vergnügen bereiten. Das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und hier haben wir beste Voraussetzungen für große Rieslinge. Aber meine Leidenschaft gilt auch der Scheurebe, eine ganz außergewöhnliche Sorte, die uns viel Spaß macht, von trockenen Weinen bis hin zu edelsüßen. Eine ganz tolle Zeit für mich ist eigentlich die Zeit so kurz vor der Weinlese. Da fängt so das Kribbeln an, die Spannung steigt und die Möglichkeiten letztendlich auch positive Entscheidungen zu treffen und die Sachen und den Jahrgang zu beeinflussen, das ist für mich ein ganz toller Moment. Ja, die Familie ist schon auch integriert natürlich ins Weinmachen und ins Winzersein. Meine Mutter ist ja noch ganz fest im Betrieb, meine Frau teilweise halbtags und auch die Kinder bei jeder Gelegenheit eigentlich, wenn es die Schule erlaubt. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, sie auch mitzunehmen und dann sind sie auch mit Feuer und Flamme dabei.